Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Alice 17 auf der nordfriesischen Marshmap Version 2.1 weiterhin. Wobei eigentlich kann man fast sagen, das ist 2.2 Testversion, obwohl das eigentlich noch nichts Gravierendes geändert ist, außer ich habe mal versucht, glaube ich zumindest, die Texturen hier, guckt euch das mal an, das ist aktuell nicht schwarz, das ist weiß. Vielleicht habe ich es hingekriegt. Ist ja fast eine neue Version wert, ne? Ich hatte es ja auch gestern gefragt. Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Leute. Ich muss jetzt erstmal selber gucken, wie es mit der Aufnahme hinhaut. Ich glaube, jetzt ist das Mikro ein bisschen laut, ne? Also, sorry dafür, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich die perfekten Soundeinstellungen hier hingekriegt habe. Ich glaube aber, die Hintergrundmusik ist ein bisschen leiser gestellt. Und ja, den Traktor-Drescher-Sound werden wir natürlich jetzt erleben. Ich habe es mal auf 30% runter reduziert, denn das war natürlich, ich sag mal, einige haben gesagt, ja, passt schon, ist alles gut. Andere haben aber auch gesagt, nee, das passt so nicht. Überwiegender Teil hat natürlich klar gesagt, dass die Geräte zu laut sind. Und da will ich jetzt Abhilfe schaffen, habe sie ein bisschen leiser eingestellt. Wenn wir mal gucken, ich muss ja zumindest auch noch ein bisschen was vom Spielsound hören, sonst ist das für mich auch blöd. Und das ist schon ziemlich leise jetzt, ganz klar. Ich weiß nicht, ja, was jetzt wirklich noch so rüberkommt an Sound vom Drescher. Das ist zu wenig, meiner Meinung nach. Also schreibt es mal weiter in die Kommentare, wenn ihr sagt, nö, das hört sich genau gut an jetzt mit dem Drescher. Ich werde es nachher natürlich auch nochmal mir anhören, aber das Empfinden geht ja auseinander. Und ich sag mal, für mich macht es nachher natürlich, ich muss erstmal gucken, ist meine Box eigentlich auf volle Lautstärke? Die Maus? Das ist eigentlich auf volle Lautstärke eingestellt. Ja, also ne, wie gesagt, mehrere Sachen, die ich geändert habe. Einmal den Ingame-Sound. Ich glaube aber, ich muss den wenn im Aufnahmeprogramm ein bisschen runter regulieren, damit ich selber auch ein bisschen was höre. Ich höre jetzt hauptsächlich Piepen, ich möchte natürlich auch ein bisschen die Geräusche hören, das ist klar. Macht ja ein bisschen mehr Spaß, wenn man auch ein bisschen was hört. Von daher, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. So, erstmal die Kurse rausschmeißen. Genau, wir wollten heute auf dem, ich fahre jetzt hier rüber, versuchen, den großen Versatz auf 35 einzustellen. Ob das klappt, sehen wir natürlich dann gleich. Ansonsten vielen, vielen Dank natürlich an alle, ne, die Feedback abgegeben haben zum Thema Sound. Freue mich auch, dass ihr natürlich schon mal bemerkt habt, dass auch die Bildoptik sich verbessert hat. Also dementsprechend, ja, kommen wir jetzt zum Ende von LS17. Na, ganz Ende ist ja nicht, wir haben noch ein paar Wochen. Haben wir noch mal einen kleinen Schritt nach oben gemacht in Sachen Qualität. Auch wenn ich gerade, glaube ich, wenn man so ein bisschen hier so ein bisschen rundherum schwenkt, das sieht schon besser aus als vorher. Ist nicht mehr so pixelig. Wie gesagt, die Dateien sind natürlich jetzt auch ein bisschen größer, die ich hochlade. Hängt natürlich damit auch zusammen. Und Mikro ist bei mir immer so eine Sache. Mal ist es ein bisschen weiter weg, mal hängt das hier, mal hängt das da. Und von daher kann es sein, dass es immer noch nicht die ganz perfekte Einstellung ist. Dann habe ich aber noch das Mikro eingestellt, dass es, ich sag mal, so vier Sachen. Kompressor ist da mit drin, Rauschunterdrückung ist da jetzt mit drin und Noise. Sind so ganz unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, die man hat beim Mikro. Und ich habe generell das Mikro ein bisschen hochreguliert. Also ich muss mal gucken. Werde ich aber erst nach dieser jetzigen Folge checken und kann sein, dass ich dann den Spielsound wieder ein bisschen, also den Ingame-Spielsound hier wieder ein bisschen lauter mache. Damit ich selber, also hier höre ich es, ne? Und das ist jetzt vielleicht für euch schon wieder zu laut. Wenn ich so diesen Dezibel-Balken sehe. Ich selbst soll ja auch nicht über den roten Bereich reinkommen, weil ich glaube, dann hört sich das bei mir auch nicht so gut an. Von daher, wie gesagt, ich übe noch. Muss diese Ausschlagsbalken auch immer so ein bisschen beobachten und gucken, haut das hin oder haut das nicht hin. Weil im roten Bereich, da war ich gerade eben mal drin, was das Sprechen angeht. Ich muss mal gucken, Leute. Also nach wie vor habt ein bisschen Geduld mit mir, habt ihr bestimmt, ne? Danke, danke dafür, dass ihr das mittragt, trotzdem wieder reinschaltet, obwohl natürlich in den letzten Tagen die Sounds der Traktoren und Drescher schon ganz schön gebrüllt haben. Naja, irgendwas ist ja immer, ne? Muss man auch so sagen. Gut, wir sind jetzt, brauchen wir erstmal ein Feld, ne? Wo sind wir noch? Auf 35. Und jetzt versuche ich es heute mit den drei Dreschern im Versatz. Premiere. 13,60 Meter machen, einen halben weniger wegen diesen Kanten ansonsten. Ne? Start Position, fahren wir ein Stück ins Feld vielleicht rein. Erstmal machen wir das Ganze an. Klappen auf. Das ist eigentlich verwunderlich, wie leise das ist. Ich verstehe es gar nicht. Ist mir ein Tick zu leise, ehrlich gesagt.
So ist es wahrscheinlich aber wieder für euch ein Stück zu laut. Ne? Müsst ihr reinschreiben. Ich muss es gucken. Das, 5 Minuten in der Aufnahme. Da werde ich dann mal gucken, ob das einen Unterschied ausmacht oder nicht. Weil ich möchte schon ein bisschen Spielsound hören. Ist ganz klar. Ja, jetzt ist er ziemlich laut. Na egal. Wir arbeiten dran. Nach wie vor. Fahrzeuge auf selben Kurs sagen wir 3. Vorgewende machen wir auch 3. Und dann kalkulieren wir mal. Das Gute ist ja, glaube ich, auch, wenn man so mit diesem Versatz arbeitet, das ist ja Kursplay-sparsam. Ne? Man braucht ja viel weniger Wegpunkte eigentlich, um so einen Kurs zu kalkulieren. Oder? ...2034 hat er jetzt hier gerechnet auf dem Feld. Auf jeden Fall kann man jetzt, habt ihr ja auch schön erklärt, in den Traktor reingehen. Und jetzt kann man ihm sagen, er der Linke sein soll. Seitlich. Brauche ich nicht, oder? Ich muss das Ganze aber noch... Oder muss ich doch... Ja, der kann ruhig am ersten Wegpunkt dann anfangen. Ja, ich speichere das. Kann das vielleicht auch kopieren, aber dann habe ich es beim nächsten Mal nicht, falls wir das Feld heute nicht schaffen. Aber es ist eine Plan, fürs ganze Wochenende aufzunehmen. Ich denke auch, dass wir heute Abend streamen. Vielleicht das erste Mal auf dem Server mit einer hoffentlich besseren Performance, aber das werden wir natürlich beobachten. So, F35 Versatz dreschen. Das wird mir erstmal reichen an Infos, glaube ich. Hier ist es laut. Das ist fast zu laut. Das glaube ich euch. So. Guck mal, jetzt laden wir hier ganz einfach den Kurs. Das habe ich jetzt ja gelernt. Ich mache nur hier selber schon mal ein bisschen weg, weil hier noch Krams ist. F35 Dreschen Versatz. So, und er wird dann der mittige, genau. Also diese Bahn bitte abfahren. Dann sagen wir, nächster passender Wegpunkt, Abfahrt einstellen. Und dann holt er sich hier die Bahn und es passt, oder? Und mit dem können wir eigentlich... Der ist am leisesten, glaube ich, von den Dreschern. Das ist richtiger hier Silent. Silent Drescher. Das ist ja auch noch so ein Thema, ne? Neuer Rechner. Ich brauche ja gerne einen Silent Rechner. Damit ich hier nicht so einen Lärm habe. Naja, mal gucken, was sich da so findet. Die Suche wird auf jeden Fall langsam losgehen. Ich werde schon mal ein bisschen Augen und Ohren offen halten, was der Markt da so hergibt. So. Einmal einklappen, genau. Nur das Schneidwerk bitte. So, dann können wir hier schon mal selber so ein bisschen ein kleines Stück fahren. In der Zwischenzeit laden wir den Kurs. Da war doch gerade, ne? Versatz dreschen. So, und er dürfte dann der Rechte sein, ne? Eins rechts. Also man kann das sogar mit noch mehr Dreschern machen, das ist schon cool. Also wenn alles richtig ist, dann dürfte er von hier aus... Ja, richtig. Sich die Bahn schnappen, oder? Krass. Das so funktioniert, das glaube ich fast gar nicht. So einfach ist das, Leute. Ein Traum. So, dann müssen wir den hier erstmal wieder mit an Bord nehmen. Den Helmer. Ich finde, das ist vom Sound, ja, das geht gerade so. Ne? Man hört es ein bisschen, aber leiser kann ich das echt nicht viel mehr machen, Leute. Ich weiß nicht genau. Ich muss mal gucken, ansonsten muss ich das Mikro noch näher zum Mund nehmen zum Beispiel, dass das insgesamt dann ein bisschen anders aufnimmt. Oder ich kann natürlich im Aufnahmeprogramm selbst auch noch ein bisschen rumregulieren. Und die Meinungen gehen ja nach wie vor auseinander. Es gab tatsächlich ja auch eine Handvoll Leute oder ein paar mehr Leute, die gesagt haben, passt schon so. Die wollen auch gerne ein bisschen lauter den Spielsound hören. Die wollen mich vielleicht gar nicht unbedingt hören. Die wollen lieber nur das Spiel sehen. Ist ja auch in Ordnung. Wiederum andere wollen aber auch gerne hören, was ich so sage. So, guck mal, perfekt.
gucken, wie lange das hier gut geht. Das sind die ersten Drescher, die wir jetzt im Einsatz haben. Wir wollen auch die weiteren Drescher heute noch wieder zum Einsatz bringen. Spätestens in der zweiten Folge heute. So, das war's mit dem. Der wird natürlich jetzt ein bisschen aufholen. Vielleicht hätten wir doch einen kleinen vertikalen Abstand oder so einstellen müssen. Aber spätestens nach zwei weiteren Kurven hat er den, glaube ich, eingeholt, oder? Jetzt fliegt da so eine eklige Schnake rum. Eklige Viecher, diese dünnen mit diesen Beinen, diese ewig langen Beine. Eklige Viecher, sage ich ja. Und jetzt habe ich gerade eben gesehen, glaube ich, so ist es ein bisschen laut. Mir kann es sein, wenn ich in dieser Einstellung gucke, ist es für euch tatsächlich zu laut. Wenn ich aber in dieser Einstellung gucke, merke ich es ja selber, vom Sound her, geht's. Also das sind so Kleinigkeiten, ne? Das sind kleine Feinheiten, die ich hoffe, so ein bisschen auch mit diesem Kompressor, der jetzt hinter dem Mikrofon läuft, zu kompensieren. Aber der Kompressor hat natürlich eher Auswirkungen. Ja, das ist natürlich blöd. Der Kompressor, der jetzt läuft, ist eigentlich fürs Mikrofon. Ich weiß gar nicht genau, ob ich den auch für den Ingame-Sound machen kann, weil das ist ja das gleiche Problem. Ne? Es wird jetzt, ihr seht es so und ihr seht es so. Und ich glaube, das sind ganz kleine, feine Unterschiede, die Aufnahme für euch, also schon merklich, ne? Das ist bestimmt merklich. Bin gespannt weiterhin auf eure Kommentare. Und nochmal danke für alle, die da Geduld mit mir üben und es zumindest schon mal gut finden, dass sich das Bild verbessert hat. Ne? Das ist doch auch schon mal was. Ich merke gerade, wenn wir hier drei Drescher haben, auch wenn es nur Raps ist. Werden wir hauptsächlich mit Abfahren hier beschäftigt sein. Ich möchte aber auch gerne die Top-Liners wieder anschmeißen. Auf Feld 15. Und auf 28 haben wir noch den John Deere Drescher. Das muss auf jeden Fall noch zum Laufen gebracht werden. So. Und ich glaube, dass wir den Raps vielleicht auch mal verkaufen. Wollten wir nicht auch mal ein bisschen was verkaufen? Beim Depot ist es am besten. Guckt euch das an. 2002. Ey, jetzt fliegt dieses Viech hier direkt vom Monitor. Ist ja ekelhaft. Wollte ich gerade rechnen eigentlich, aber kann ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall über 150.000 Einnahmen wird eine Ladung Raps bringen. Ich weiß, Diesel bringt mehr Geld oder so, ne? Oder Speiseöl in der Menge. So. Guck mal, fertig. Dann lass uns mal schnell die Chance nutzen. 15 ist ordentlich was los. Der gute Topliner hier. Guck mal. Da ist auch nicht mehr so viel über. Da sind noch so ein paar Versatzbahnen hier. Das sieht man natürlich schon. Ist da noch drin der Kurs? Ja. Sollte doch bestimmt hier irgendwo weitermachen, oder? Falsche Richtung. Da. Oh, der hat ihn nicht mehr. Oh, schade. Wir haben gespeichert. Das ist auch ein Topliner-Kurs. Wo ist er denn? Top, top, top. Topliner. F15. Hoffentlich sind das Versatzdreschen und so noch drin. Sieht so aus. Sieht also aus, als wären wir rechts davon. Okay, und dann brauchen wir unsere Abfahrer. Der ist laut, ne? Ich glaube, der ist zu laut. Das kann sein, dass es jetzt in der Aufnahme zu laut ist, aber ist dann so. Kann ich alles perfekt einstellen, Leute. Ich finde, wir haben schon einen ganz großen Sprung gemacht in der Qualität und ich sag mal, der letzte Sprung zur Mega-Qualität, den werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber so, dass die meisten Leute es gut finden, wäre schon cool. Also das ist schon ein bisschen mein Anspruch, auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, ihr sollt ja nicht Ohrenkrebs kriegen oder so, ne, dementsprechend.
oder nicht mehr reinschaltet, weil es einfach zu laut ist, weil die Traktoren, keine Ahnung, die Drescher, das ist alles nicht richtig abgestimmt ist. Und da arbeiten wir weiter dran. Also definitiv werden wir, denke ich, im Laufe der nächsten Woche oder Ende nächster Woche so die Soundeinstellungen haben, wo man sagen kann, damit kann man leben. Wir lassen das erstmal. Ach genau, hier hatten wir den AI-Helfer. Ne? Ich habe das tatsächlich in meinem Single-Spiel immer noch nicht geupdatet. Multiplayer haben wir schon 9 drauf. Aber hier irgendwie nicht. Da sind wir noch ein bisschen, hängen wir ein bisschen hinten dran, kann man sagen. Ja, wenn ich hier dran bin, merke ich auch, das Mikro schlägt damit aus zu doll. Ja, irgendwas ist ja immer, ich sag's ja. So. Ansonsten glaube ich, sollten auch weniger störende Hintergrundgeräusche hier später sein, weil ich habe schon eine Menge an dem Mikro rumgespielt, aber manchmal spielt man ja auch in die falsche Richtung. Deswegen will ich die Folge heute gar nicht groß länger machen. Also die erste Folge auf jeden Fall nicht. Generell ja, wird es knapp werden dieses Wochenende. Aber ich hoffe auch, dass wir am Samstag eine bessere Streamqualität liefern können, was eben heißt, dass man auch die Mitspieler ein bisschen besser verstehen kann. Wir werden einen kleinen Soundcheck machen und mal gucken, wen hört man nicht. Das machen wir alles live. Und dann kann es eben auch sein, dass der ein oder andere ein bisschen lauter sprechen muss oder sein Mikro anders einstellen muss. So, dass wir allgemein ja, eine ansprechende Qualität dahin kriegen. Das wäre schon cool. Okay. Der erste ist voll und deswegen kann er nicht mehr weiterfahren. Das Ganze machen wir dann in der zweiten Folge, liebe Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, unterstütze mich gerne mit einem Like. Vielen Dank dafür. Und dann freue ich mich, wenn ihr später wieder reinschaltet. Bis dann und tschüss.